arbeiten auf einmal nicht mehr korrekt. Oh, bitte, wir können nicht mehr steuern. Ich kann sie nicht mehr kontrollieren. Oh nein! Die Gegend hier bringt's echt total. Ja, ich wette, wir wohnen gleich neben Popstar. Oder Filmstars. Oder noch besser Modedesigner. Wir werden uns hier so gut amüsieren wie noch nie. Freundinnen für immer. Oh, checkt doch nur mal den Schönheitssalon bei uns im Badezimmer aus. Seht euch doch mal das Schwimmbad und den Whirlpool an. Und erst diese wunderbare Aussicht hier draußen. Wow. Erst gesagt. Geht's auf, Mädels. Dieses Zimmer ist genau das Richtige für meine wertvolle Sammlung von Designerklamotten. Diese ganze Umgebung schreit förmlich nach Clover. Tut mir leid, Clover. Die passt echt nicht rein, wenn erst mein Schreibtisch und die Bibliothek hier drin sind. Hallo, ich brauche den Platz hier unbedingt, um in aller Ruhe Taekwondo zu trainieren. Ja, woanders. Meine Klamotten brauchen ein Zuhause und aus die Maus, verstanden? Aber ich bin diejenige, die von uns am meisten in ihrem Zimmer lernt. Also gut, es reicht. Wir klären das wie zivilisierte Freundinnen und ziehen jeder einen Namen aus dem Hut. Alex, zieh du. Clover. Ja! Ihr könnt auch immer zu mir aufs Zimmer kommen, wann immer ihr wollt. Naja, da du Ferge... Hey, warte mal ganz kurz. Zivilisierte Freundinnen, ha? Auf allen Namen im Hut steht Clover drauf. Oh. Andere Leute besitzen auch noch Kleidung. Ja, Clover, und nicht nur du machst deine Hausaufgaben, Sam. Ich hab was zum Anziehen und Hausaufgaben und Taekwondo. Hi-ya! Auch wenn ich die Wichtigkeit dieser intellektuell anregenden Debatte durchaus anerkenne, haben merkwürdige Aktivitäten, die bei der Internationalen Weltraumbehörde vor sich gehen, Priorität. Mhm. Wow. Hi, Jerry. Willkommen im 21. Jahrhundert. Ja, voll schick renoviert. Ihr Büro sieht jetzt wirklich ausgesprochen cool aus. Schön, dass es Ihnen gefällt. Ja, wenn wir ihn nur dazu bringen könnten, passende Farben zu tragen. Wenn wir zum Ende kommen könnten, abgesehen von eurem aufgerüsteten 7.09X Puder Jetpack und Bungee-Gürtel. Lassen Sie mich sofort los! Wer hat das gesagt? Was? Nicht wer. Das interaktive Zubehör-Ausleih- und Verteilsystem. Auch als E-Zaufs bekannt. E-Zaufs? Oh ja, mein computerisierter Assistent. Ich habe ihn sogar selbst erfunden. Glaubt er jedenfalls. Wozu brauchen Sie einen Assistenten? Wir machen doch die ganze Arbeit. Ich kann Ihnen versichern, ich bin den ganzen Tag äußerst beschäftigt. Das ist wirklich total cool, Jerry. Dankeschön. Seien Sie vorsichtig. E-Zaufs scheint eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Maschinen haben keine Persönlichkeit, Jerry. Sie sind unfähig zu denken, zu fühlen oder aggressiv zu handeln. Lassen Sie uns weitermachen. Auf dieser Mission, Alex, erhalten Sie diese Scanner-Biolabor-Uhr. Das kitzelt! Sam, Ihnen wird der Windkanal-Laser-Tornado-Kracher-Haartrockner 9000 zugeteilt. Clover, Sie bekommen die Schalldesintegrator-Donnerbox. Jerry, Ihr Itzhoff scheint ein wenig durchgeknallt zu sein. Ich sagte gerade die Schalldesintegrator-Donnerbox, Itzhoffs. Negativ! Nicht in diesem Ton. Ich habe dich angeschlossen. Ich kann dich auch wieder ausschalten. Zweifach negativ. Ich habe mich bereits selbst an den Großrechner angeschlossen. Wow. Ich meine, es hat anscheinend wirklich eine Persönlichkeit. Itzhoffs hat's drauf. Und Sie kriegen ein biologisch abbaubares, Superreichweiten-Speichel-Aufspürgerät. Ihr Speichel aktiviert den Aufspürmechanismus, aber das funktioniert nur eine Stunde lang, also beeilen Sie sich. Außerdem hinterlässt es einen gewissen Nachgeschmack. Und ich möchte jetzt bitte kein Wenn und Aber hören, Ladies. Und abschließend wird Ihnen sicher unser neuestes Gerät gefallen. Ach, nicht zu fassen! Doch. Total abgefahren!
schon jetzt total auf die Nerven. Was das auch immer für ein komisches Kraftfeld ist, das bringt alles durcheinander. Du hast recht, meine Steuerung funktioniert nicht. Die Schubkraft umkehren. Geht's also nicht. Ich muss das Ding wohl auf Turbostärke stellen, um das Shuttle da rauszuziehen. Du schaffst es! So reingehängt und dieses Kraftfeld wäre sowieso gleich verschwunden. Hey, nicht so schnell! Oh. Dankeschön, Mädels. Oh, dankeschön. Das war echt unglaublich. Vielen Dank nochmal. Jemand hat unseren selbststartenden Satelliten gestohlen. Aha. Ich glaube, wir sind auf den alten Ablenkungstrick reingefallen. Und keine Indizien in sich, die uns irgendwie weiterbringen. Wir sollten auf Jerrys Analyse der Substanzen warten, die wir gesammelt haben. Schere, Stein, Papier? Du schummelst doch nur wieder. Kann man bei dem Spiel denn schummeln? Du findest einen Weg. Ach, und worauf hättet ihr sonst Lust? Ich schlage vor, wir konzentrieren uns auf die Mission. Wie kannst du dich bei einer schweren persönlichen Krise auf die Mission konzentrieren? Brauchst du eigentlich eine besondere Erlaubnis, um so hässliche Sachen zu tragen? Schenk dir die billige Retourkutsche. Es gibt Wichtigeres. Oh, oh. Ah! Also, was wolltest du jetzt sagen? Ich hoffe, Sie hatten nicht gerade etwas Dringendes vor. Oh, wir wollten nur die wichtigste Entscheidung unseres Lebens treffen. Gut, das kann ja dann warten. Die Probe, die wir untersuchten, hängt mit einer Anti-Schwerkraft-Formel zusammen, an der die Internationale Raumfahrtorganisation in den 80ern arbeitete. Und deshalb haben sie uns hierher befördert, der X-Bruder. Hallo, Jerry, wir sind nur einen Knopfdruck entfernt. Ich hab da was gelesen. Die Forschungen wurden eingestellt, als der Astronaut, der das Projekt betreute, nie mehr von einer Mission zurückgekehrt ist. Ganz genau. Und niemand sonst konnte die exakte Formel richtig entziffern. Tja, der X-Bruder ist immer noch eine mögliche Option. Könnte ich die Formel bekommen? Ich würde gern dran arbeiten. Roter Alarm in Sektor 4, Jerry. Da ist noch ein anderer Diebstahl im Gange in einem Labor, das Leitsysteme herstellt. Aber sehen Sie all diese Codes, das sind Laserpunkte. Wer das auch ist, der hat nicht mal den Bewegungsmeldealarm ausgelöst. Wie ist denn das möglich? Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie es wissen. Warten Sie, wir müssen erst wissen, wer von uns das größte Zimmer bekommt. Oh, das ist einfach. Wer? Durch Anschleichen unmöglich. Eine falsche Bewegung und sie wissen, dass wir da sind. Aber wie ist der Dieb hier vorbeigekommen? Jetzt ist nicht gerade die Zeit zum Schminken, Clover. Also erstens gibt es niemals einen falschen Zeitpunkt für Schönheitspflege und zweitens benutzen wir den Spiegel nur, um die Strahlen abzulenken und den Weg frei zu machen. Das ist echt eine großartige Idee. Okay, eine schlechte Idee. Unglaublich, dass mein Spiegel mich im Stich gelassen hat. Bleib da stehen, jetzt kommt meine Idee. Ich dachte mir, vielleicht können wir ja sowas in der Art machen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Huh?
der Dieb wahrscheinlich an den Strahlen vorbeigekommen. Er ist geschwebt. Aber jetzt schwebt er gerade nicht. Nicht so schnell, Schwerkraftflieger! Schon. Ich glaube, ich habe endlich die Formel entziffert. Ich bin jetzt in der Lage, die Polarität umzukehren. Alex, hinter dir! Es hat Ohren! Ich bin zu jung, um wie eine Tomate zerschnippelt zu werden. Ich wusste, ich hätte beim Schwimmteam bleiben sollen. Also, das sieht nach einem unerwünschten Kurzhaarschnitt aus. Jetzt mit einer Polarbär-Umkehrformel aus. Polarität. Und lass es mich so sagen, ich bin noch für andere Pläne offen. Ne Schleuder. Getroffen. Er ist hier. Er ist hier ganz in der Nähe. Oh, ja, eine habe ich leider auch verschluckt. Du störst das Signal. Ich kann nicht zwei gleichzeitig orten. Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Versuch, ein Blaubeermuffin zu essen. Jerry hatte recht, es hält nicht lange an. Perfekt, dann können wir uns jetzt auf ihn konzentrieren. Also ist er irgendwo dort drüben. Wir finden ihn. Wie schwer kann das schon sein? So schwer wie Trigonometrie? Oder als ob man einen Schlussverkauf verpasst? Wieso sollte denn überhaupt jemand einen Satelliten und ein Leitsystem hier rausschaffen? Es muss was wahnsinnig Wichtiges sein, so wie besserer Empfang beim Telefonieren oder mehr Kabelkanäle. Irgendwie glaube ich, dass er mehr ist als nur ein verärgerter Verbraucher, Clover. Seht mal, das könnte uns weiterhelfen. Wow! Ja, echt krass hier! Oh gut, dann kannst du ja mit Sam hierbleiben und ich nehme das große Schlafzimmer zu Hause. Nettes Haar. Kein Wunder, dass er sich im Untergrund versteckt. Na, 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 bla, bla, bla. Astronaut Major Snell, der früher Chef des Antischwerkraftprogramms war, ist während einer Mission verschwunden und nie wieder gesehen worden. Bla, bla, bla. Upsi, da ist es wohl mit mir durchgegangen. Ist ja hier auch kein Wunder. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Bald wird die Welt wissen, was ich durchmachen musste, nachdem man mich im All zurückließ. Aber Sie sind doch wieder zurück und alles ist in Ordnung. Das Einzige, was mich bis jetzt durchhalten ließ, war der Gedanke an Rache. Geben Sie auf, Major Freak! Wir sind 3-1 und sehen Sie es ein! Gute Idee, Clover, den Typ mit der Antischwerkraftvorrichtung zu verhöhnen. Denken Sie nach, was Sie da tun. Das tue ich.
Ich war 20 lange Jahre allein. 20 Jahre! Schwebend! Ist ja gut, wir haben's verstanden. Schwebend, hilflos, denk dir mal was Neues aus. Genau diese Einstellung hat mich zu so einem verbitterten Menschen werden lassen. Ich vermute, sie vergeben keine Vielfliegermeilen, oder? Die brauchst du auch nicht, weil du nicht mehr zurückkommst. Dieser selbststartende Satellit wird meine Antischwerkraftvorrichtung in die Erdumlaufbahn schießen. Und die gesamte Bevölkerung mit Antischwerkraft-Materie beglücken. Na dann, Schwebmaschinen! Geben, oder? Also müssen wir den einfach neu programmieren. Gut, ihr kümmert euch um diesen Major-Nervbolzen und ich übernehme das hier. Ohne Schwerkraft würde mein Haar nie wieder so schön aussehen und das kann ich unmöglich hinnehmen. Ich weiß nicht so recht, Izaus. Es sieht fantastisch aus. Weltraumkadett, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe dich schon erwartet. Ja! Juhu! Antischwerkraft bringt! Schon gut. Was nützt denn Rache, wenn sie den Leuten auch noch Spaß macht? Na, wie fühlt man sich bei einer Niederlage? Sie Vollversager! Los geht's! Ein Weltraumtrip am Tag reicht mir. Vielen Dank. Physik-Einführungskurs Schwerkraft. Ich kann es kaum erwarten, dem allwissenden Izaufs zu sagen, dass wir die Lasernagelfeile gar nicht gebraucht haben. Oh, mir ist ein Nagel abgebrochen. Seid ihr euch sicher? Du hast es verdient. Nachdem du uns und die Welt gerettet hast, ist es das Mindeste, was wir tun können. Freundinnen für immer! Okay, diese Bettel auspacken! Volltreffer, das schönste Schlafzimmer in ganz Beverly Hills. Und keiner verdient es mehr als ich. Ich frag mich, ob der Ausblick auch so toll ist. Mandy! Clover! Leute! Leute, es ist nicht fair, dass ich das schönste Zimmer kriege. Wer will tauschen? Sagt schon! Oh.
daran erinnern, dass es hier einen Jahrmarkt gab. Es ist so bezaubernd hier. Lass uns doch mal fahren. Klar, warum nicht, Schatz? Beverly Hills Glamour Girls, die erste. Benehmt sich so, als wäre die Kamera gar nicht da. Show Beverly Hills Glamour Girls angemeldet. Du meinst, du hast uns einfach ohne zu fragen bei so einer total verblödeten Reality-Show angemeldet? Beverly Hills Glamour Girls ist keine verblödete Show, Sam. Es ist im Moment die meistgesehene Teenie-Sendung im Fernsehen. Wir werden zu Stars. Das interessiert mich nicht. Das ist ein Eingriff in unsere Privatsphäre. Konflikt, jö, das ist toll. Das ist wirklich ganz genau das, was Glamour Girls braucht. Hallo? Sie filmen das doch nicht gerade, oder? Ich muss mich nämlich unbedingt noch schminken. Das Schminken kann ruhig warten. Wir müssen mit dir reden. Allein. Wie sollen wir denn jemals Stars in einer Reality-Show sein? Wir sind Undercover-Agentinnen. Schon vergessen? Das ist doch kein Ding. Wir lassen das ganze Agentinnen-Zeug eben weg. Hey, wo sahen denn die Glamour Girls hin? Und wo ist eigentlich mein Cappuccino? Das Agentinnen-Zeug weglassen! Guten Morgen, Agentinnen. Tut mir leid, dass ich Sie so früh stören muss. Sie haben uns nicht gestört, Jerry. Das war Clover. Ja, ich bin das allererste Mal wirklich froh, dass Sie uns hergeholt haben. Wenigstens sind wir so diesen neugierigen Fernsehkameras entkommen. Kameras? Ach, du bist doch nur sauer, weil sie dich in deinen Flanellpuschen erwischt haben. So ein Glück sollte ich mal haben. Ich meine, hallo, ich hatte sogar nur ein Handtuch um. Meine Güte. Tatsächlich. Hey, unser Glamour-Girl-Tag hat nicht gerade sehr glamourös begonnen, aber vertraut mir, wenn ihr erstmal auf den Geschmack gekommen seid, werdet ihr total begeistert sein. Also gut, Ladies. Wir müssen jetzt mal langsam anfangen. Es gibt Berichte über Vermisste in Toronto. Tja, danke, Jerry, das hilft uns wirklich weiter. Ja, naja, alles, was wir jetzt tun müssen, ist, diesen sich häufenden Vermisstenmeldungen nachzugehen. Allein in der letzten Stunde waren es 10. Wir sollten auf der Karte die Wohnorte der Menschen anzeigen und wo sie verschwunden sind. Das könnte helfen, herauszufinden, wohin die Vermissten gingen. Sehr gute Idee, Sammy. Daten werden jetzt koordiniert. Wow, Ihr neuer Assistent ist wirklich absolute Klasse, Jerry. Ja, ja, sehr beeindruckend. Können wir uns wieder auf das Thema konzentrieren? Sieht so aus, als ob sich alle Wohnungen in einem 2-Meilen-Radius von Toronto Stränden befinden. Toronto? Oh. Wisst ihr, was das bedeutet? Eine Reise zu den großen Seen. Nein! Echter Ahornsirup! Und nun zum Zubehör. Heute bekommen Sie die Hitzesensoren-Bewegungsmelder-Sonnenbrille 6000 mit Fernglasfunktion, die Schalldesintegrator-Donnerbox und 3 Henna-Aufspür-Tattoos. Achtung, Achtung, Modeeilmeldung, Jerry. Armband-Tattoos sind sowas von letztem Jahrtausend mäßig. Ich werde das notieren. Viel Glück bei Ihrer Mission, Ladies. Hier sieht's aus wie in einer Geisterstadt.
Nichts als eine Menge merkwürdiger Flyer des Karneval Diablo. Na toll, es gibt nur eine Sache, auf die ich noch weniger Lust habe als auf Geisterstädte. Und das ist ein Karneval. Wie seltsam. Ich habe keine Aufzeichnung darüber, dass die Stadtverwaltung in den letzten 20 Jahren überhaupt einen Karneval genehmigt hätte. Dann landen wir besser und sehen uns das Ganze genauer an. Entweder ist das alles ein Rohrkrepierer oder der Karneval Diablo hat die Stadt ganz überstürzt verlassen. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Hey! Seht euch das an! Da! Was ist passiert? Mach das weg! Mach das weg! Deine Hand! Sie hat sich in eine riesige Kralle verwandelt. Seht ihr? Deshalb hasse ich Karneval. Sogar die Spiegel machen mir Angst. Ich stecke das jedenfalls für Jerry ein, damit er es analysieren kann. Und dann sollten wir schnell zurück zur Schule. In 20 Minuten beginnt schon der Unterricht. Aber ich kann doch mit so einer komischen Hand auf gar keinen Fall zur Schule gehen. Und schon gar nicht, wenn Clovers Fernsehteams da die ganze Zeit rumtanzen. Oh, keine Sorge, ich decke mir da schon was auf. Auch wirklich gut, Sam? Ja, alles okay. Nichts, was man nicht mit ein bisschen Buttersoße klären könnte. Voila! Die Lösung für Sams kleines Problem. So, stellst du dir also die Lösung vor? Nein, nein. Also ganz egal, wie merkwürdig meine Hand doch aussieht. Dieses hässliche Ding trage ich keinesfalls. Sam, vielleicht ist der Handschuh doch keine so schlechte Idee. Oh nein! Oh, na gut. Aber wenn ich damit einen neuen Modetrend auslöse, wechsle ich die Schule. Und Action! Hi, ich bin Clover, aber meine Freunde nennen mich die Bezauberte. Und alle meine Freunde nennen mich schnell weg von hier. Meine auch. Als die von Beverly Hills Glamour Girls Moi nicht kriegen konnten, haben sie eben einfach ihren Schwerpunkt von den Schönen und Beliebten zu den Freaks und Trotteln verlagert. Wohl eifersüchtig, was? Oder ist Grün for Night die neue Trendhautfarbe im Frühling? Ist mir auch egal. Hey, was sind denn das für Dinger? Nur unsere Alarmsignale. Ja, immer wenn die Stirn feucht wird, benachrichtigen Sie uns, wenn Sie uns entschuldigen würden. Guten Tag, Ladies. Wissen Sie denn schon, wieso der Spiegel meiner Hand in so eine merkwürdige Kralle verwandelt hat? Unglücklicherweise nein, aber es gibt jetzt doch einen Karneval Diablo in Brasilien. Das sehen wir uns an. Null Problemo. Viel Glück. Warte, es gibt schon ein Problemo. Wenn wir nach Brasilien wollen, müssen wir Hans abhängen. Drei richtige Karneval-Freaks schaffen das. Ausgezeichnete Idee, Alex. Also auch der höchste Absatz meiner Schuhsammlung hätte mich auf das hier nicht vorbereiten können. Seltsam, in Toronto konnte der Karneval nicht schnell genug seine Sachen packen und die Stadt verlassen. Und hier ist er die absolute Attraktion mit begeisterten Besuchern und allem, was dazugehört. Igitt! Sieht so aus, als ob es den Karneval Diablo schon ziemlich lange gibt. Irgendwas geht hier vor, Leute. Seht nur. Der verrückte Spiegel hat versucht, dich in ein Krustentier zu verwandeln. Schon vergessen?
Ich hoffe, euch allen hat die Fahrt gut gefallen. Denn es war die allerletzte, die ihr jemals unternehmen werdet. So wie ihr seid! Puh. Ist das nur das schwachsinnige Gestammel eines durchgeknallten Alten oder muss man das jetzt verstanden haben? In der Blüte meiner Jahre kannte man mich nur als den Krakenjungen. Hey, Sie sind das Kind von dem Poster. Ich hätte nie vermutet, dass da noch extra Arme drin stecken. Wer ist Ihr Schneider? Eine stolze Familientradition untergraben von der lächerlichen Entschuldigung, einen Karneval zu veranstalten. Aber ich werde jetzt alles ganz anders machen. Ihr werdet nun eure Fahrt in meiner Spiegelhalle beenden, wo ihr in seltsame Freaks, wie ich einer bin, verwandelt werdet. Und zusammen werden wir die allergrößte Show der ganzen Welt erschaffen. Gerade die Ergebnisse aus dem Labor erhalten. Der Spiegel ist eine Quecksilberverbindung, die in der Lage ist, menschliche DNS zu verändern. Also auf diese Weise verwandelt der Zirkusdirektor die Menschen in Freaks. Freaks? Meine Hand hier ist nur der Anfang. Clover und Alex sind jetzt tierischer drauf als der gesamte Privatzoo von Dr. Doolittle. Meine Güte, das klingt aber nicht gut. Oh, klingt nicht gut. Der Karneval hat gerade seine Zelte abgebrochen und ist woanders hin. Wie soll ich ihm denn jetzt nur helfen? Die Henne aufspürt Tattoos. Da drin sein. Aber wie komme ich bloß näher ran, ohne gesehen zu werden? Gesellige Abende, aber das hier geht zu weit. Ich bin vielleicht ein Fisch, aber ich habe trotzdem Rechte. Und jetzt lasst mich hier endlich raus. Geht leider nicht, aber wollen wir nicht eigentlich alle irgendwann mal zum Showbusiness? Tch, nur zu Ihrer Information. Ich bin bereits im Showgeschäft. Ich bin ein Beverly Hills Glamour Girl. Oh, was war das? Oh. Super Move, Sammy. Du könntest sofort im Zirkus auftreten. Glaubst du? Ich hatte schon immer eine große Schwäche fürs Trapez. Hallo, in einem Käfig? Wir können uns nachher über deine bizarren Trapezfantasien unterhalten. Richtig, tut mir leid. Oh, ein Glück, die Rettung. Endlich. Endlich frei. Das tut so gut. Danke. Danke.
Gerne, aber wir sind noch nicht fertig. Habt ihr was über diesen kopffixierten Freak in Erfahrung bringen können? Sagen wir so, dem Zirkusdirektor ist alles etwas zu Kopf gestiegen. Und zwar sehr zu Kopf gestiegen. Oh nein, das ist nicht so gut. Und es wird noch schlimmer. Einige Sitze aus dem Foyer haben sich selbstständig gemacht und kommen wie eine durchgedrehte Achterbahn nach unten. Das könnte das gesamte Publikum in ein paar Minuten zu Freaks werden lassen. Ich glaube, darum geht's auch. Wir müssen das verhindern. Ein Abstecher am Mittag nach Paris ist garantiert Glamour verdächtig, aber... Würden Sie uns einen Augenblick entschuldigen? Los, spuck's aus! Woher wusste Hans, wo wir sind? Würdet ihr mir glauben, dass das Ganze ein Zufall war? Nein! Schon gut, ich habe ihn angerufen. Es war in einem Moment der Schwäche. Ich hab's vermisst, ein Star zu sein, okay? Ein Star? Wie kannst du ein Star sein, wenn du voll elefantenmäßig rüberkommst? Ich dachte, ich würde schon wieder normal aussehen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Kommt schon, wir müssen ein Publikum retten. Das ist es. Ich weiß jetzt, wie wir den Zirkusdirektor aufhalten können. Wir müssen den Strom abstellen. Ich hab ihn! Hol ein bisschen rustig, helf mir mal! Also eins muss ich sagen, der Fitnesskurs macht sich wirklich bezahlt. Hallo, Iconic sind, wo sind denn die Glamour Girls hin? Nein! Der Zirkusdirektor hat ein Notstromaggregat! Ich konnte doch nicht sowas Wichtiges dem Zufall überlassen. Oder was denkt ihr? Wieso nicht? Es würde unsere Arbeit wesentlich erleichtern. Wir haben nicht viel Zeit. Alex, halt die Sesselbahn an. Clover, lenkt das Kamerateam ab. Ich übernehme den Zirkusdirektor. Verstanden! Ich versuche, dieses Ding zu stoppen und es hat nicht funktioniert, wenn ich doch nur diese Spiegel ausschalten könnte. Ich finde, ihr solltet ruhig bis zur Vorstellung hierbleiben. Ihr könnt euch ganz schön auf Trab bringen. Nein, danke. Das hier ist für meinen Geschmack alles etwas zu durchgeknallt. Der Spiegel macht Bekanntschaft mit der Schall des Integrator Donnerbox. Hey, wo bist du hin? Jetzt bist du aber wirklich dran. Das soll dich beruhigen. Also, sowas sieht man wirklich nicht alle Tage. Was machen eigentlich Clover und Hans? In der zweiten Klasse bei einem sehr ähnlichen Jahrmarkt wie diesem hier gewann ich den Miss Butterfoss Schönheitswettbewerb. Schon damals wusste ich, dass meine Berufung war, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Zum tausendsten Mal, Schatzal. Was ist mit dem Elefantenkostüm? Bitte. Nur Geduld, Hans, dazu komme ich gleich. Wo war ich gerade? Ach ja, richtig, dann in der dritten Klasse. Meinst du, wir sollten Hans nicht langsam vor Clover retten? Nein, ich glaube, Hans kann sich schon selbst verteidigen. Gegen Clover? Keinesfalls. Gute Arbeit, Ladies. Wir sehen uns dann zu Hause. Sam und mich sehen Sie bald. Aber wann Clover hier fertig sein wird, weiß wohl bis jetzt noch keiner. Hier, für dich, Sammy. Frisches Popcorn mit extra Butter. Haha, sehr amüsant, Meerjungfrau. Ich bin nur froh, dass die Wissenschaftler von Whoop uns wieder hingekriegt haben. Natürlich dauert es noch das ganze Wochenende, bis sich meine Haut nicht mehr schuppig anfühlt. Okay, ob ihr bereit seid oder nicht, jetzt ist Glamour-Time.
Woche begleiten wir Mandy, eine ganz bezaubernde Schülerin der Beverly Hills High. Mandy! Hier ist das Abdele vom Handsome. Oh, Hans ist zu feige, um auch nur abzunehmen. Ich versteh's einfach nicht. Warum hat er uns denn nur durch Mandy ersetzt? Sieh's ein. Hans brauchte eben einen Star. Und wir drei haben doch schon einen Job als internationale Spione. Aha, also was kann ich schon sagen? Mit meinem Haar und meinem Modeverstand bin ich einfach fürs Fernsehen geboren. Das wollte ich doch sagen. Hier ist das Abdele vom Hansa. Oh! Glover, nichts ist älter als die Sendung von gestern. Also, nachdem ich einige Zeit das Elefantenmädchen war, schätze ich innere Werte ganz anders. Ich meine, Teens können so oberflächlich sein, wie zum Beispiel mit diesen Haaren gehe ich nicht nach draußen. Oder Igitt, wer mag denn heute noch diese Jeans? Aber ganz ehrlich, es ist das Innere, das zählt. Denn hallo, Schönheit vergeht und was haben wir dann noch? Natürlich das, was in uns steckt. Duncan ist da und er ist der süßeste Junge auf der ganzen Schule. Bei den inneren Werten natürlich. Duncan!